Willkommen auf dem Kurs von Jerez de la Frontera zur Eröffnung dieses traditionellen Grand Prix-Wochenendes in Spanien. Traditionell beginnt auch hier der Europa-Auftakt und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu Let's Play MotoGP 18 unserer wunderschönen Karriere. Ihr habt gerade gesehen, nasse Strecke. Ja, im freien Training, das Qualifying war mal wieder komplett trocken. Das bedeutet, es war so ein bisschen wieder Rätselraten, ob der Schwierigkeitsgrad passt oder nicht. Schwierigkeitsgrad 100, also wir bleiben noch dreistellig. Mal schauen, wie lange. Jerez nicht so wirklich meine Rennstrecke, allerdings muss ich sagen, dass sie mir in der Moto2 besser gefällt als in der Moto3. Und das muss auf jeden Fall schon etwas heißen. Natürlich wieder brutales Unterscoren, wie ich das absolut nicht mag. Reifenverschleiß war ein Thema in Argentinien. Reifenverschleiß wird wahrscheinlich auch hier wieder ein Thema werden. Einige haben von euch geschrieben, ich soll den ausschalten. Ich glaube, zwei haben gesagt, ich soll das ausschalten. Ich lasse das nochmal an und wir schauen einfach mal bis Assen oder Sachsenring, ob das noch besser wird oder nicht oder ob Argentinien der Einzelfall war. Was der Einzelfall auf jeden Fall nicht ist, dass wir zwei weiße Sektoren aktuell haben. Diese Runde ist trotzdem die schnellste, die ich hingelegt habe. Also da war noch Luft nach oben. Also die perfekte Runde habe ich absolut nicht hinbekommen. Und ob wir den Baldassari schlagen mit einer 1:42,6, ich glaube, das wage ich mittlerweile zu sagen, dass es nicht möglich ist, denn wir haben schon 6 Zehntel Rückstand. Qualifying ist aber das eine, das Rennen ist das andere. Und Kurve 12 heißt Ferrari, coole Kurve. Und Kurve 13 im Übrigen, die heißt Lorenzo. Nach einem Fahrer sogar benannt. Aber mal schauen, für was es dann am Ende hier in Jerez gereicht hat für die Startposition. Das wird kein leichtes Rennen von Position 4 aus. 4 Zehntel haben auf Baldassari gefehlt im Qualifying. Und das bedeutet immer schon, dass das Rennen unter keinem guten Stern steht. Wollen wir mal schauen, ob es wirklich so ist auch hier in Jerez. Unser Teamkollege Vinales nur auf Position 19, aber den müssen wir gar nicht schlagen. Wir fahren hier wieder mal mit den Reifenmischungen Medium, Medium. Mal schauen, was wir mit dem Marquez in Kurve 1 machen und mal schauen, ob wir nach vorne kommen oder uns nach hinten orientieren müssen. In der Fahrzeugentwicklung habe ich bisher nur mal ganz kurz am Rahmen geschnuppert. Also sprich, eine Einentwicklung habe ich vorangetrieben. Aber das ist schon seit Anfang der Saison. Es wird Zeit für neue Teile und es wird Zeit für ein weiteres, hoffentlich gutes Rennen mit guter Unterhaltung für euch. Nur noch ein paar Augenblicke bis zum Start des Grand Prix von Spanien. Die Fahrer wissen genau, dass es extrem wichtig ist, die erste Kurve gut zu erwischen. Nee, das gesamte Rennen über muss ich jede Kurve gut erwischen. Drei vor uns, das hatten wir in dieser Saison noch gar nicht und mal... Oh Gott, der Marquez, der stürmt mal gleich auf P1 vor, lässt die beiden Kontrahenten erstmal im Regen stehen, wortwörtlich. Hinten ist schon Sam Lowes gestürzt, das kennt man ja schon eigentlich aus der MotoGP. Wir wollen zurück auf P4 und das gelingt uns auch. Marquez hat wieder derweil die Führung verloren, ist nur noch auf P3 zurückgefallen und immer diese erste Runde. 8 Runden, mal schauen, wie sich der Reifenverschleiß entwickelt. 8 Runden ist hier viel. In Jerez. Und da sticht unser Kontrahent einfach mal direkt eiskalt rein. Aber bei der nächsten Kurve, da will ich wieder den Konter setzen. Wow, wow, wow. Hier wird aber ordentlich gefightet. Pasini, der stüpft nämlich auch noch durch. Also, hier geht's heiß her in den ersten Runden. So nach dem Motto, was ihr könnt, kann ich auch. Dann erobere ich mal kurz den Platz. Da bleiben wir vorne. P5. Mal schauen, ob es nochmal wieder nach vorne geht. Viel untersteuern. Aber das geht noch klar. Aber der Vorderreifen hat schon was runter. Oh, sehr spät auf der Bremse. Der Bodycheck ausgeteilt, aber vorbei. Hartes Manöver, sehr hartes Manöver.
Dann haben wir Position 4. Und Marquez vor uns. Die meisten von euch haben geschrieben in dem ersten Part, vorne mitfahren ist in Ordnung, aber Sieg nicht beschenkt bekommen. Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher. Das ist ja auch hier der Fall. 100. Und das merkt man direkt. Es tut mich wieder schwer, Marquez zu folgen. Also P4 wieder Maximum. Leichter Fehler der gesamten Kurve. Ja, jetzt fahren die ersten drei weg. Jetzt tue ich mich schwer. Oh, Sektor 3, absolut nicht mein Sektor. Das ist KI-Land. Sektor 4 schon eher meiner. Hier der schnelle Abschnitt. Die zwei schnellen Rechtskurven. So, diesmal fair überholt. Mal schauen, was fahren die da vorne. 42,9, das ist stark. Wir fahren 44,1. Wir müssen uns dafür schon schrecken. Also ich habe schon weniger Grip mit dem Medium vorne. Der hat jetzt auch schon gut was abgebaut. Die Hinterreihen sind aber hier wichtig. Der Medium ist schon fast durch. Das haben auch, glaube ich, zwei geschrieben in Argentinien, die so den Reifenverschluss ausmachen. Beschleunigungsduell. Und das gewinnen wir für uns. Ja, die zweite Runde war die Runde, wo wir den Anschluss verloren haben. Auf die da vorne. Einmal Anschluss zu verlieren ist tödlich. 2,5 Sekunden. Das ist ein Brett. Und die da vorne werden ja nicht auf uns warten. Gucken, ob da nochmal eine schnellere Runde kommt von denen. Nein, keine Bestzeit. Wir fahren 43,7. Die Runde war besser. Aber wir haben selbst im Schlusssektor 2 Zehntel auf Marquez verloren. Ich sollte mich darauf konzentrieren, P4 nach Hause zu fahren. Eigentlich mal auf den Gas gehen sollen. Und der verfolgt mich. Vermutlich das ganze Rennen noch über. Ja. Das ist eine gute Überholstelle hier. Oh, muss ich auch wieder leicht korrigieren mit der Bremse am Kurvenausgang. Hier ganz wichtig, innen zu bleiben und die Kurve perfekt anzufahren. Sonst verliert man hier Minimum eine halbe Sekunde. Ne, die da vorne fahren mit einem Tick zu schnell. Halbe Sekunde circa schneller. Und gefühlt fahre ich schon am Limit.
Schau mal ganz kurz auf den Reifenverschleiß, den sieht man unten rechts bei dem Motorrad. Je grauer die Reifen werden, umso mehr sind sie abgenutzt. Der Vorderreifen ist schon stark abgenutzt, der Hinterreifen noch nicht. Der geht noch. Die da vorne duellieren sich leider nicht. Da könnten wir nämlich wieder rankommen. 2,5. Es bleibt, also nach dem ersten Sektor bleibt es gleich. So, auf dem vierten haben wir jetzt, auf dem fünften haben wir jetzt auch einen kleinen Vorsprung. Ja, da haben wir jetzt auch einen kleinen Vorsprung. Mir schadet der Reifenverschleiß jetzt hier nicht so ganz extrem. Also in der Motor Sphere habe ich das mehr gespürt. Den Reifenverschleiß als hier. Hier geht's einigermaßen noch. Hier merke ich es jetzt nicht so. In der Moto 2 als jetzt in der Moto 3. Keine Ahnung, warum ich komme. Auch mit dem Untersteuern. Mit diesem Bike ein bisschen besser, klar. Vielleicht ist es auch die Fahrpraxis mittlerweile so ein bisschen. Was ich mir durchaus vorstellen kann. Denke ich da einfach, ja, nicht mehr so die großen Probleme habe. Ich feiere auch mittlerweile so ein bisschen am Setup. Also Setup-Geschichte ist auch immer so eine Sache mittlerweile bei mir. Das war aber auch schon Vorgänger so. Da hatte ich immer so ein bisschen mein Standard-Setup, wie ich mich immer sehr wohl gefühlt habe. Und diese Linie gehe ich ja auch wieder lang. Aber diese Linie, dann passt es auch. Guck, wie das damit. Boah, jetzt habe ich untersteuern, ja. Jetzt merke ich meinen Vorderreifen auf einmal doch in Runde 6. Da müssen wir doch immer vorne den harten nehmen. Hinten der Medium reicht. Der reicht. Der reicht. Der wird das gerade so überstehen. Bis zur Hälfte. Wenn wir dann in Runde 8 sind. Also ich bin zwiegespalten mit dem Reifenverschleiß abzustellen. Es ist ein bisschen Realismus dann da drin. Oh, unser Teamkollege noch auf 20. Habe ich gerade entnommen. Oh, keine Strafe. Gut, ich bin vom Gas gegangen. Also ich habe da nicht weiter Gas gegeben. Als nächstes kommt da wieder Le Mans. Ich werde da die 100 beibelassen. Also ich versuche mal, die Saison hinweg mit 100 zu fahren. Sam losstürzt und ist vor meinem Teamkollegen. Finde den Fehler. Das wird die Herangehensweise sein. Also 100. 100, dass wir uns auf 100 einigen. Die Entwicklung noch ein bisschen vorantreiben für Le Mans und Mugello wieder. Entwicklungspunkte spare ich auch. Es gibt da eine Errungenschaft, die Frage habe ich auch bekommen. Die habe ich noch nicht. Bezüglich da, dass du ein Testfahrer bist. Also, keine Ahnung, was das für eine Errungenschaft ist. Ich mache nämlich auch die ganzen Entwicklungstests. Sind aber immer die gleichen Entwicklungstests. Ich weiß nicht, was das für eine Errungenschaft ist. Vielleicht hat man sogar noch was anderes geplant in dem Spiel. Das kann durchaus sein. Und hebt sich das für den nächsten Ableger zurück. Online-Modus, der wurde sogar ein bisschen verbessert. So, was da auch verbessert worden ist, ist der Kontrahent hinter uns. Denn der ist dran. Marquez 4 Sekunden in knapp 8 Runden. Also es ist diese halbe Sekunde.
Und die fahren natürlich noch im Windschatten. So, der Reifen vorne ist tot. Der Hinterreifen 50%. Und der muss noch eine Runde überstehen. Mit B4 bin ich mehr als zufrieden. Der Rest ist nicht meine Strecke. Erster Sektor gefällt mir, zweiter Sektor auch. Dritter Sektor ist so ein bisschen so. Und vierter Sektor, den mag ich ganz besonders. Boah, willst du hier ans Gas gehen? Kannst du dann willst du ans Gas gehen und dann fängt das Auto an, das Bike auf einmal nicht mal zu untersteuern. Das sollten wir ins Ziel retten. Also die ersten drei auf und davon. Dann wir. Wir sind the best of the west. Wortwörtlich, da hinten ist eine ganze Gruppe. Die Rossi-Wolken merkt man immer noch. Das ist so ein kleines Detail, was immer auffällt, wenn man fährt. Hier zum Beispiel auch, obwohl man da gar nicht hinguckt. So. Wieder ohne Spur durchgekommen. Jetzt müssen wir nicht mehr viel riskieren. Letzte Kurve und dann haben wir es geschafft. Am Anfang gute Zweikämpfe. Nee, der kommt nicht mehr vorbei. Der Francesco gewinnt das ganze Ding und wir wären guter Vierter. Ja, damit können wir zufrieden sein. Beziehungsweise ich kann damit zufrieden sein. Ich muss ja damit zufrieden sein. So, Position 4, das reicht. Und erreichen wir Level 50. Beziehungsweise Level 51. 1,43,2 gegen 42,9. Schwierigkeitsgrad hat eigentlich gepasst. 43,6. Ja, da ist schon die kleine Lücke dann zu merken, ja. Das merkt man dann schon. 43,5, 43, 44er Zeiten. Sam Lowes ist noch ein bisschen schneller. Das merkt man in der Fahrerrangliste. Position 4, 21 Punkte Rückstand. Das werden wir nicht mehr aufholen. Ziel erfüllt. Beide Ziele erfüllt, auch von deinem Teamkollegen. Das lese ich da zum ersten Mal. Entwicklungspunkte wieder 10.000. Die Fahrerposition, Gaskontrolle und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt, ob man das irgendwie merkt. Beide Ziele erreicht und wir kommen immer näher zum Titel im Team erster Fahrer. Dieser Fahrer macht einen guten Job und die Resultate zeigen das auch. Der nächste Schritt ist, um die wichtigen Resultate zu kämpfen. Und es sieht so aus, als wäre er auf dem richtigen Weg.